19 zurück zu Let's Play. Dracula Origins, dieses Spiel ist so scheißen, klingt genau wie der Oxford Duden im Deutschunterricht. Ey, ich könnte kotzen hier. Das könnte mir gelegen kommen. Ich dachte, ich nehme jetzt diese Gläser mit. Ja, es bestätigt nur meine Theorie. Let me guess, kann ich das mit Hafer nehmen, anstatt dass ich diesen Hafertrog nehme? Warum zum Fick musste ich jetzt einen anderen Scheißeimer, den ich nicht gesehen habe, nehmen, um Hafer zu nehmen, der in so einem Scheißhalb... Das kann ich einfach hochheben, Mann. Das wiegt nicht so viel. Da kann ich da jetzt hier... Ja, nimm mal, pack mal Blut drauf. Weil das sind ja Vampirpferde anscheinend. Blut. Geil, lecker. Mm. Diese schwarzen Pferde haben... Ja, diese schwarzen... Warum nimmst du mir mal das weg, wenn ich das gerade benutzen will, Mann? Gib den einfach mal. Hier, bitteschön. Hier, ja, sie fressen endlich und beruhigen sich. Sie haben nur eine gute Soße gebraucht. Ja, du hättest auch einfach die Schmerzmittel von dem Typen da reinpacken können. Das hat die erstmal ausgenockt, die Viecher auch. Das geht natürlich nicht. Halt, kann ich jetzt denn nach vorne? Halt die Fresse, geh mal nach vorne, Junge. Kann ich jetzt hier hin? Hottehü. Da sagst du nichts zu. Da kann ich schon was nehmen, ne? Wir nehmen alles mit, was nicht nietennagelfest ist. Ein vertrockneter, ausgeweideter Biberkadaver. Ja, okay, oder? Das ist ein Biberkadaver. Pech. Ich dachte, ein Stock. Das könnte nützlich sein. Geil, eine Kiste. Ich nehme das mit. Die, weißt du, so eine scheiß schwere Holzkiste kannst du tragen, aber einen verkackten Trog mit Hafer, das geht natürlich mal wieder nicht. Ein Trichter. Dann schiebe ich dir den Arsch, Junge. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kann ich hier hinten in die Ecke reingehen? Ja? Nein? Wie lange brauchen die Viecher bitte schön für das bisschen Hafer? Und das ist eine Röhre. Das könnte mir gelegen kommen. Let me guess, kann ich Röhre und Trichter kombinieren? Nein! Biberkadaver? Biberkadaver und Röhre? Nein? Nein? Ach, schade. Schade! Diese Tür führt nach draußen. Ja. Sie wird von außen mit einem Brett blockiert. Ja, und du kannst nicht raus. Also, nicht so. Kann ich dann hier zurück? Kann ich jetzt hier bitte wieder zurück? Kann ich bitte zur Kutsche? Kann ich da vielleicht, fick dich, Mann. Falsches Dings da. Nein, nicht jetzt. So. Ja, aber ich will... Kann ich das Rohr da hinpacken? Dieses Loch im Boden führt wohl... Ja, ich wollte hier... Ah. Das kann ich nicht tun. Was? Warum nicht? Brauchst du die Kiste oder was? Warum muss er jetzt da eine Kiste hinstellen? Also, perfekt. Kann ich da dann das Rohr drauf? Zwecklos. Was? Ich will hier einfach nur einen Abfließmechanismus machen. Nein, nicht jetzt. Sonst landet der Wein auf die... Ja, ich wollte deswegen auch hier irgendwie wieder das Kackrohr manövrieren. Zwecklos. Soll ich da einen Biberkadaver reinschmeißen? Dieses Loch? Dieses Loch, ja, ich... Nein, nicht. Ich wollte Kombiniri spielen. Weißt du, von wegen, ich mache hier wie so einen etwas längeren, so ein, wie eine Regenrinne, oder? Kommt der ganze Scheiß da rein. Was habe ich jetzt getan? Warum habe ich jetzt eine Kiste hingestellt, zum da draufsteigen oder was? Ja gut, der ist wahrscheinlich genauso klein wie ich. Das kann ich nicht. Den toten Biber kannst du nicht dazwischen klemmen, bist du sicher? Ich glaube schon, Mann, ja. Jetzt hier. Rohr geht nicht. Nein, das ja, ich wollte auch, dass du ein Film. Nein, nein, kann ich überhaupt was? Nein. Nein, das kann ich nicht tun. Ich kann ja auch nicht. Zweck. Ich möchte, dass du diesen Biber irgendwo reinsteckst. Ne, Schacks. Kann ich den aufspießen? Spießbiber. Ein Spieber. Kann ich ihn segnen? Ich segne dich. Biberkadaver. Soll ich den Pferden den Biberkadaver geben? Erschrecken die sich dann? Zwecklos. Ja, aber geh doch mal erstmal dahin. Ich kann mit denen gar nichts machen, mit der Hottehüs, war. Halt eine Werkbank. Let me guess, ich muss das bestimmt erstmal reparieren, oder? Nein. Die ist einfach nur Dekoration, die Werkbank. Okay, gut, dann fuck off einfach. Das ist. Ich hasse dieses Spiel manchmal, ne? Soll ich an der Tür klopfen? Und wegen Hallo, ich will hier gerne wieder draußen. Nein? Da möchte ich nicht hin. Ja, ich auch nicht. Ich möchte immer nur. Ich weiß auch nicht, was ich möchte. Oh, da brauche ich noch einen Tag von der Regenrinne. Ja, ist das gerade ein scheiß Ernst, du Jockey? Eine alte Regenrinne. Ja, wie ein fucking Trog.
Ich weiß zwar nicht, was dann die anderen Scheißteile sollen, aber kann ich das dann gleich benutzen? Ach, ich habe schon wieder fucking Discord nicht ausgeschaltet. Ich werde es nie lernen. Ich werde Discord nie ausschalten. Liegt hier noch irgendetwas von Bedeutung oder auch von Unbedeutung, aber ich muss es im Inventar haben? Nein? Boah, halt die Schnauze. Jetzt gehst du mal dahin, nimmst die komische Kackregenrinne. Darf ich die dahin? Nein, zwecklos. Na also, perfekt. Dein Scheiß Ernst. Darf ich das jetzt hier damit kombinieren? Das ist da rein. Genau das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Na also, perfekt. Alter, ich möchte ihn erschlagen. Kann ich denn jetzt... Das kann ich nicht tun, oder? Wenn ich mich in diese... Ja. Nein, nicht jetzt. Sonst landet der Wein auf dem Boden und der Kutscher würde es bemerken. Der Kutscher kann mir mal die Kimmel sauber lecken. Warum packst du das dann nicht da hinten? Soll ich den Biber nehmen? Biberkadaver. Du willst mir jetzt ernst... Oh, das ist nicht dein Scheiß ernst. Also, perfekt. Warte mal, genau. Dann stopfe ich das Maul vom Biberkadaver, nehme ich... Na also, perfekt. Boah, das ist... Das ist mit den Biberbrüdern passiert, deswegen gibt es die Sendung nicht mehr. Ob das jetzt funktioniert? Nee. Natürlich wird's. Das ist doch ganz klar, mit einem Biberkater, aber ich raste aus. Jetzt nur schnell weg mit dem Zeug. Ja. Das hat auch keiner gehört. Ich kann hören, wie jemand das Scheunentor öffnet. Ohne Zweifel, der Kutscher. Höchste Zeit. Dann brauchst du mir nicht zweimal sagen. Was ist, wenn er jetzt unterwegs Durst hat, jemand, und dann sich da am Blut bedienen möchte, das du ausgekippt hast, so? Ciao, Stuart. Schon was ist, wenn Stuart jetzt getötet und gegessen wird? Das ist dir scheißegal, ne? Die ist alles scheißegal. Hauptsache, du kannst in Minas Reifröckchen reingreifen, wa? Ich konnte ungesehen aus dem Fass steigen, aber ich muss auf der Hut sein. Der Kutscher ist immer noch hier. Da sind Fallen auf dem Boden. Ich muss einen Weg finden, um den Kutscher loszuwerden. Ehrlich gesagt scheint er nicht der Hellste zu sein. Und wenn ich ihn in eine Falle locke? Oder eher unter eine Falle? Wieso unter eine? Ich liege genug rum. Ich bin mir sicher, du kannst dir eine... Da, guck mal, kann man schon eine nehmen. Oh, okay, diese gut. Diese schwere Beinfalle könnte mir nützlich sein. Mhm. Liegt da jemand? Möchtest du vielleicht mal Hallo sagen? Oh, halt, da ist was, was man mitnehmen kann. Hm. Tote Ratte. Dafür brauche ich etwas. Ja. Bärenkopf? Falls ich hier lebend herauskomme, bringe ich diesen Bärenkopf zu Abraham, dem feinen Gourmetwirt. All diese Tierköpfe warten auf den Tier... Reparator. Dafür brauche ich... Ja, dieses habe ich anscheinend nicht, weil sonst hätte ich ja jetzt schon in meinem Menü rumkramen können. Aber kann ich hier diese Haken mitnehmen? Kann ich welchen Haken dann auch dafür benutzen? Brauchst du halt nur ein Stöckchen. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Ja. Nehm doch noch ein paar mit. Boah, geil, ich kann echt ein paar mehr mitnehmen. Ein stabil. Ja. Noch einer? Nein? Ich meine, das ist wie bei Ikea, mein Freund. Du packst einfach alles ein, auch wenn du denkst, du brauchst es nicht. Hinter dieser Türe kann ich den Kutscher hören. Ja. Er kümmert sich wohl. Ja, ja, er könnte jeden Augenblick zurückkommen, heißt du uns, wir haben alle Zeit der Welt. Hier ist keine Falle, in die du reintreten kannst, ne? Das könnte nützlich sein. Ja, um den zu fesseln. Alter, ich. Heute ist zwei zum Preis vor ein, oder was? Diesen Seiten. Geil. Ich habe irgendwie nachher da durch. Oh, da ist noch was, was ich mitnehmen kann. Dafür brauche ich nicht. Ich sehe das schlecht. Ich sehe nicht, was das ist, mein Freund. Oh, Seil mit Falle. Geht da noch was? Okay. Dafür brauche ich. Wir klicken mal hier durch. Dafür haben wir das Inventar, ja. Aha! Dieses rosafarbene Päckchen beinhaltet Marmeladengläser. Ich glaube nicht, dass da Marmelade drin ist. Mein Gott. In den Marmeladengläsern werden Herzen aufbewahrt. Sag doch, es ist ein Romantiker, Mann. Aber nein, du willst ihn ja töten. Das könnte nützlich sein. Oh, schade. Mit. Die Butterschale?
Diese riesige, blutige Axt, die dient zum Schlachten oder Zerstückeln von Tieren, die hergebracht werden. Ich kann nicht richtig lesen. Jetzt hat er immer so eine weinerlichen Stimme. Jetzt freu dich doch mal, Alter. Das hier ist ein adäquater Bio-Schlachterverein. Was willst du mehr? Mehr Rettich? Ja, kannst du haben. Dein Ernst? Perfekt. Es klang gerade, als würde sich eine Tür öffnen. Offen. Geht. Was für ein Gestank. Ja, tote Kadaver, das haben die so ein bisschen an sich. Dass die so ein bisschen müffeln, eine tote Ratte. Tote Ratte mit Seil. Junge, oh Lemmy, yes. Das muss ich irgendwo befestigen, der will die Ratte fressen. Keine Opferungsratte. Kann ich hier irgendwo das Omnomnomchen für den komischen Diener da? Ich muss ihn irgendwo befestigen können. Wo könnte ich das denn für den... Wenn ich dort, ich muss einen... Ja, ich muss mal gerade irgendwie finden, wo ich... Eine eindrucksvolle Sammlung von Fällen. Ja, das juckt aber... Seltsamerweise wurden all diese Fälle durch tiefe Einschnitte einer Axt ruiniert. Eine eindrucksvolle Sammlung von Fällen. Also Fälle. Ich kriege hier mal gleich ein G-Fälle. Wo kann ich denn jetzt die Todesratte aufhängen? Wir wollen es ja snacky-tastisch machen. Wo nur könnte ich dich aufhängen? Mit Wagenspann geht auch nicht. Also diese Scheißfälle, die keine Sau interessiert. Oh. In dieser Schale landet das Blut des Opfers für den Metzger. Hm. Dann nehmen wir noch ein bisschen Blut mit. Das ist meine Kackschale. Boah, lecker, Alter. Das ist ein richtiges Paradies hier. Hm. Das könnte mir gelegen kommen. Da können wir lecker Blutwurst draus machen. Kann ich die Ratte da reintunken, damit die noch ein bisschen geiler riecht? Nein. Nichts darf ich hier machen. Das soll ich dann nachher so richtig schön Weihwasser reinkippen und dem Grafen zum Trinken anbieten. Das möchte ich aber nicht. Ich mag den Herrn. Der ist sehr sympathisch. Wo zum Fick soll ich denn jetzt die scheiß Ratte hinkatapultieren? Eine Tür kann ich ja wohl schlecht hinhaben. Es gibt ja nur anscheinend diese drei Abschnitte, diesen Kack-Vorsprungskeller hier. Geht's wieder dann rum? Vielleicht sollte ich mal gleich die Jalousie ein bisschen runter machen, damit das für mich hier abgedunkelt ist und ich auch ein bisschen mehr sehe. Oh, jetzt bleib ich noch im scheiß Mikrofon hängen, Alter. Weiter nach vorne geht ja anscheinend auch nicht zum Tor. Aber gut, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und Wait.